Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich habe es ja schon im Titel gelesen. Update 6.0 Kapitel 6 ist am Start und ja, passend 6.0 Kapitel 6, ja moin. Ja, auf jeden Fall Leute, es geht jetzt nicht nur um das neue Kapitel, sondern es geht auch allgemein um das Update, was richtig fett wahrscheinlich sein wird, also richtig groß. Und ja, was auch richtig nice ist, denn wir bekommen ganz viele neue geile Sachen und die werde ich euch jetzt alle erklären bzw. aufzählen, was jetzt schon alles bekannt dazu ist. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch Patch Notes dazu bekommen, einen Tag vorher, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, hier auf dem Kanal gibt es ein paar Stündchen später durch Internet und Internetverzögerung und ja, allgemein zu aufnehmen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Update 6.0, was wir bis jetzt wissen. Und zwar, damit beginnt, wie schon erwähnt, gleich das Kapitel 6. Also sofort, sobald ihr es installiert habt und so, ja, könnt ihr direkt mit Kapitel 6 reinstarten. Aber allgemein startet es sofort, also Kapitel 6. Sobald das Update raus ist, startet auch Kapitel 6. Nur, ja, keiner hat das Update installiert da, ne? Auf jeden Fall, ja. Damit kommt Kapitel 6 direkt und dazu zu Kapitel 6 direkt zum Start, auch mit dem runden 6.0 Update, kommt direkt die neue Map, eine neue Map rein, sagen wir mal so. Wir wissen jetzt nicht, ob die Dschungelmap, die wir geteasert bekommen haben im letzten Pazifik-Krieg-Trailer von Wake Island, von der Vorstellung da, wir wissen nicht, ob es die Map sein wird, die Dschungelmap. Wäre ziemlich nice, wenn sie direkt diesen Monat rauskäme. Ja, wäre wirklich schon legendär. Nur ich glaube, sie wird erst nächsten Monat rauskommen, denn wir kennen es ja von Al-Sudan und wir kennen es von Wake Island. Da wurde es einfach mal um noch eine Woche verschoben. Gern auch mal noch um zwei Wöchelchen, ne? Man kennt es. Jetzt Al-Sudan, ja, ein paar Monate, ne? Halbes Jahr, aber bei ja, Wake Island war es jetzt auch so, da wurde es auch um zwei Wöchelchen verschoben. Also abwarten und ein bisschen skeptisch gegenüber sein. Wir können ja EA nicht mehr ganz vertrauen. Und wir kommen auch gleich zu Sachen, wie ich schon erwähnt hatte, Livestreams oft EA, ja, die sind immer noch Pay-to-Win geil. Also es ist echt traurig. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Kapitel 6, neue Waffen, werden auch am Start sein. Und Gadgets natürlich auch, wie Skins und vieles mehr. Dazu kommen wir jetzt aber. Und zwar, es gibt dort ein großes Häkchen dran, und zwar, also so einen großen Haken dran, dass es nicht, nicht ganz so geil ist. Und zwar, Waffen und Gadgets können jetzt, wie wir es schon in Kapitel 5 jetzt hatten, auch über Kapitelränge freigeschaltet werden. Das heißt, ihr könnt jetzt über eure Kapitelränge neue Waffen und Gadgets freischalten. Das heißt, Skins konntet ihr schon freischalten, Aussehen, sowas halt. Dann konntet ihr ja auch drei neue Waffen waren es, konntet ihr jetzt freischalten. Und das ist anscheinend so gut angekommen und hat so gut funktioniert, dass ja jetzt EA gemeint hat, wir schieben das jetzt komplett auf Kapitelränge, auf die Kapitelränge, ja, auf die Kapitelränge. Also, ja, ist nicht ganz so nice, ne, wenn man mal bedenkt, yo, da muss man jetzt ganz schön lange leveln, um sich eine Waffe zu holen. Und ich glaube, man kann sie sich nicht mal kaufen, ohne da irgendwelches Echtgeld oder sowas reinzustecken, weil ich denke mal nicht, dass man die nicht mehr kaufen kann, wie man es jetzt gewohnt ist. So nach mindestens so 2-3 Wochen kann man sich die Waffe für 1700 war es, glaube ich, Standard Battlefield Coins, also Ingame-Währung, die ihr so erspielt, ja, konntet ihr euch neue Waffen holen. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so, denke ich mal, aber mal abwarten, was hier in den Update-News, beziehungsweise was wir dann nach dem Update da sehen werden. Für eine, ja, für ein Management in dieser Sache. Ja, auf jeden Fall das dazu. Und ja, wie wir es ja schon kennen und was definitiv wahrscheinlich beibehalten werden sein wird, ist wie gesagt das Pay-to-Win. Also Pay-to-Win, scheiße. Scheiße Übergang, ja. So, hier auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Pay-to-Win. Und zwar, wir alle wissen ja, wir können uns die ganze Zeit schon Kapitelränge mit halt Geld, Echtgeld kaufen, ohne dass wir uns hier extra 8 Stunden hinsetzen und das Game zocken.
Und ja, das wird wahrscheinlich auch beibehalten werden bei diesen Kapitelrängen. Ja, da kommen wir halt zum Aspekt Pay to Win. Wer zuerst paid, der hat zuerst einen Win durch eine neue Waffe. Wir kennen es alle, unsere neue MP, die rausgekommen ist. Vorletzte Woche. Auf jeden Fall, vor 2 Wochen haben wir ja die neue MP raus, ist ja die neue MP rausgehauen worden für den Sanitäter und die ist ja richtig krass OP gewesen und die konnte man sich freispielen noch. Und ja, jetzt kann man sich die Waffen halt kaufen. Das ist irgendwie ein bisschen Pay to Win, muss man schon sagen. Also, ja, muss man schon sagen. Es ist einfach so, es ist halt Pay to Win. Also, ja. Irgendwie sehr schade, dass EA immer noch abfährt auf Pay to Win. Wir wissen ja alle, sie sind ein bisschen geldgeil, aber trotzdem, naja. Es ist traurig, es ist traurig. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt zu weiteren Sachen, zu den Waffen. Und zwar die Waffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Schadensmodell, wie wir es hier sehen gerade, wird beibehalten. Das heißt, ja, ihr könnt locker easy Gegner so weiter killen auf 30 Meter. Ist es schon hardcore, schwierig mit einer, ja, mit einer Schnellfeuerwaffe, mit einem MG, MP, was weiß ich, ja, im Sturmgewehr, ist es schwierig, schon jemanden zu killen, aber bis 30 Meter geht's noch. Danach ist alles Shit und das wollen sie beibehalten. Dazu kommt noch wieder mal, wie schon erwähnt, auf EA scheißt auf die Community und hier ist es am besten zu sehen. EA ignoriert einfach komplett das, was die Community sagt. Die Community sagt, nope, wir wollen dieses Damage-Modell nicht mehr. Wir wollen das allererste oder so, als eines der vorigen lieber, als dieses doofe Modell, was jetzt ist. Ich persönlich, meine Meinung ist, mir ist es egal. Hauptsache, ich kann das Game spielen. Denn es gibt viele Games, zum Beispiel, oh, was weiß ich, Modern Warfare, da hast du nicht so viele Chancen zu überleben. Aber das ist eine andere, komplett andere Gaming-Klasse, so, ist zwar Shooter, aber auch was anderes. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es ist halt wirklich krass, dass sie das durchprügeln wollen und sie auf die Community wieder mal einen Shit geben. Das ist wirklich traurig und man muss auch sagen, irgendwann schneiden sie sich ins eigene Fleisch, weil dann gibt es nämlich richtig einen Shit. Also es gibt momentan schon Shitstorm, aber wenn dann irgendwann die komplette Community anfängt zu Shitstorm, weil einfach nur alles nur Müll ist, dann grüß Gott, Digga, ihr könnt euch abschreiben. Also ja, ist leider so, aber was soll man sagen? Die Community ist das, wovon sie leben, aber sie wollen nicht mit der Community leben. Ja. Und ja, jetzt kommen wir noch zu den Waffen und zwar allgemein, ja, nicht zu den Waffen direkt, sondern ist allgemein, Leute, wenn ihr jetzt in so einer Runde hier viele Punkte euch erfarmt, das heißt, wenn ihr hier auf Auktionstaste drückt bei PlayStation, ja, bei den anderen Konsolen, PC, ist es auch so, einfach nur auf die jeweilige Auktionstaste drücken, mit dem ihr ins Menü kommt, für verlassen oder so, oder Auktion, auf jeden Fall, ja, wenn ihr darauf klickt, länger gedrückt, also die Taste länger gedrückt haltet, seht ihr eure Punktetafel, beziehungsweise ihr könnt auch über, wie gesagt, Optionstaste dann auf Punktetafel übergehen und ja, die Punkte, die ihr da erspielt, umso mehr ihr habt, umso mehr XP bekommt ihr dafür, das heißt, ihr levelt schneller in den Kapitelrängen auf, was natürlich eine nice Sache ist, aber ich finde persönlich, sie soll es wie in Battlefront 2 machen, ein Dauer-XP-Event. Also im Prinzip dauerhaft 3-mal mehr XP wäre am liebsten, aber 2-mal mehr XP dauerhaft wäre schon geil. Gerade wenn man ja so schwer sich neue Waffen verdienen muss. Ja, das war es jetzt schon mit den Update-News, Leute. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, lasst mal bitte ein Like da. Natürlich lasst auch mal ein Abo da. Nur kurze Info. Ich weiß, es gibt viele Battlefront 2 News zu dem nächsten Update, was jetzt am 30. ungefähr rauskommen wird. Und ja, ich mache da jetzt momentan kein Video zu, da noch keine Patch-News da sind. Und ich mache erst ein Video, wenn Patch-News-Notes da sind. Und ja, also richtig offizielle, die auf der offiziellen Seite stehen, die definitiv vom kompletten Entwicklerteam abgenommen sind. Denn wir wissen alle, Fake News, der eine sagt das auf einmal und dann kommt der nächste an, beziehungsweise da kommt der Chef vom Team an und sagt, nope, Digga, das wird definitiv nicht gemacht. Zum Beispiel jetzt kommt ein Darth Maul Skin raus, dann schreibt der, also schreibt einer von dem Entwicklerteam von DICE, die für Battlefront 2 zuständig sind, dann kommt der nächste und so und sagt, also der Chef kommt dann vom Entwicklerteam von Battlefront 2 und sagt, nope, der kommt definitiv nicht raus, nicht mehr diesen Monat zumindest. Ja,
So viel dazu, deswegen immer auf offiziell abwarten und ich verlasse mich auf offiziell, das stimmt immer. Wie das hier zum Beispiel alles. Ja, auf jeden Fall, das dazu, Leute. Haut rein, habt noch einen schönen Abend jetzt, einen schönen Tag und ja, ein schönes Wochenende vor allen Dingen. Und ja, Leute, gönnt euch ein bisschen Battlefield 5 Zeit, vielleicht auch nicht. Aber ich wünsche euch wie immer schöne Battlefield 5 Runden und viele Battlefield Community Coins in-game natürlich und also in-game Währung. Und ja, bis dahin, haut rein, habt einen schönen Abend. Das war euer EL Battlefront 2 und Star Wars News. Wohlgemerkt nicht offizieller Kanal, deswegen auch ein bisschen ausfällig.